Ja, Michi, Gratulation. 1:0-Sieg. Ich habe schon im Vorlauf gesagt, ihr habt da schon viel, viel besser gespielt und seid ohne Punkte nach Hause gefahren. Heute hat einmal hinten und vorne alles zusammengepasst, oder? Ja, das ist richtig. Ob wir schon viel, viel besser gespielt haben, weiß ich nicht, weil ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, haben wir defensiv ein gutes Spiel gemacht, hatten genau die Umschaltaktionen dann, die wir haben wollten, die wir wussten auch, dass wir kriegen. Und von daher, ich kann an dieser Stelle also ein Riesenkompliment an die Jungs, ein Riesenkompliment an unsere Fans wieder. Und ja, jetzt sind wir froh, dass wir mit 3 Punkten nach Wien fahren. Ihr habt jetzt zum 5. Mal in Folge zu 0 gespielt mit dem Cup. Jetzt hat es immer geheißen, die Abwehr, das ist so ein bisschen die Schwachstelle von euch. Was ist denn jetzt das Erfolgsgeheimnis? Immer schwer. Ich habe das ja auch immer ein bisschen zu oberflächlich gesehen, dass man das Ganze nur auf die Abwehr definiert hat. Wir haben halt sehr viele unglückliche individuelle Fehler auch gemacht, die sind sofort bestraft worden und ich glaube, dass die Abwehr gut verteidigen kann. Das hat sie angefangen zu beweisen im Derby, wo wir das zu 8 wegverteidigt haben und jetzt sind wir das 5. Mal zu 0 und das ist ein Kompliment vom Torwart, Kompliment von der Abwehr, aber eigentlich ein Kompliment von der ganzen Mannschaft, weil das Verteidigen fängt vorne an. Das Spiel heute, die erste Halbzeit, war schwierig. Da habt ihr auch an manchen Stellen Glück gehabt mit dem Stangenschuss, mit dem Elfmeter, den der Chris super gehalten hat. Zweite Halbzeit, glaube ich, war es tolle Leistungen von euch und wenig zugelassen. Ne? Das sehe ich 1:1. Ich glaube, wir gehen ein bisschen aus dem Nichts sogar in Führung. Ja, Graz war die klar bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, haben dann nach dem 1:0 Glück im Stangenschuss, haben dann Elfmeter, haben dann Chris Früchtler noch 2, 3 überragend, Kaltner. Da haben wir zu viel zugelassen, aber bei so einer Top-Mannschaft wie Graz, bei der Atmosphäre, bei dem Kessel, glaube ich, gehören so Situationen dazu. Und dann braucht man hinten einen, der das macht. Und das macht der Chris zurzeit überragend. Ja, ist einfach überragender Torwart. Und zweite Halbzeit glaube ich aber, dass wir eigentlich bis auf kurz nach der Pause nichts zu 100%iges zugelassen haben, alles gut verteidigt haben und wir sogar die Möglichkeiten hatten, den Sack eher zuzumachen. Mit dem Romeo, oder? Genau, mit Romeo oder ich glaube auch mit Fiss oder Mandy die Situation. Ja. Hakim sei Schuss, also ich glaube, da waren schon ein paar Bretter auch, wo wir den Sack zumachen hätten können. Du hast recht früh in der zweiten Halbzeit den Reini Ramstl ausgetauscht, war das eine Vorsichtsmaßnahme? Ja, ich habe eigentlich ab der 30. Minute überlegt, ihn auszutauschen und wollte ihn dann in der Halbzeit austauschen, damit wir keinen Slot brauchen. Habe mir aber dann mit seinen Augen da drin angeschaut und er will noch dazu helfen zur Mannschaft und er hat gesagt, er kriegt es auch noch hin und als er dann den Schuss gegen den Kopf gekriegt hat, war dann Zeitpunkt zum Wechseln. Okay. Ja, jetzt wartet auf euch eine harte englische Woche zuerst mit dem Cup-Spiel am Mittwoch. Das wird um nichts leichter, oder? Nee, ich glaube, Klagenfurt zeigt seit 12 Spieltagen, dass sie eine richtig gute Mannschaft sind. Und das Heimspiel gegen Klagenfurt, wo wir erst in der 90. plus den Ausgleich gemacht haben. Klagenfurt ist eine richtig gute Mannschaft. Wir haben Heimspiel, wir wollen aber im Cup weiterkommen. Und ich glaube, das ist eine Partie auf Augenhöhe und kann ganz spannend werden. Alles gut. Ja. Danke. Ciao. Okay.